Mythos Baukosten. Baukosten in der Immobilienbranche, eines der wichtigsten Punkte. Warum? Weil sie die Herstellungskosten beschreiben. Und immer wieder kursieren hier die unterschiedlichsten komischen Zahlen. Und genau auf die gehe ich heute ein. Let's go! Wenn ich mich mit Gleichgesinnten aus der Immobilienbranche über Baukosten unterhalte, weil das für mich natürlich eines der wichtigsten Punkte ist, im Einkauf liegt der Gewinn, dann stelle ich immer wieder fest, kommen die unterschiedlichsten Zahlen und Gesichtsausdrücke, die mir entgegenwirken. Das liegt aber nicht daran, weil ich so günstig baue, sondern weil ich anscheinend so teuer baue und die anderen so günstig. Wenn ich dann so tief reinfrage und sage, naja, wie baut ihr denn? Also ich sage immer 2.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche sind die aktuellen Baukosten bei mir im Unternehmen. Ich schaffe es auch nicht günstiger. Andere sagen, boah, das ist aber teuer. Ich zahle 1.900. Dann denke ich mir immer, Mensch, Max, bist du blöd? Hast die schlechtesten Netzwerke, die es in Deutschland gibt, die schlechtesten Baupartner? Die machen zwar gute Qualität, sind sündhaft teuer. Nein, dem ist nicht so. Und warum das nicht so ist, habe ich dir hier aufgezeigt. Ich habe mal gezeigt, es gibt die Bauleistung, es gibt Brandschutz, es gibt Statik, es gibt Architektenkosten, die hier nicht draufstehen, es gibt die Tiefgarage, die Außenanlage. Also ein Bau setzt sich ja aus mehreren Gewerken zusammen und dann gibt es unten einen Gesamtpreis. Diese Menschen, die dann mir immer erzählen wollen, wie günstig sie bauen, erzählen mir 1.900 Euro pro Quadratmeter, 2.000 Euro. Ich habe schon einen mit 1.600 Euro gehabt. Am Ende des Tages kann ich euch eins sagen, die sind teurer wie ich. Oder mindestens genauso gleich von den Kosten her. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sie hier, weil sie halt mir Eindruck schinden wollen, die ganzen anderen Bereiche vergessen. Und wenn ich sage, naja, ist in diesem Preis die Tiefgarage mit inbegriffen? Nein, ist sie nicht. Ist die Statik, das Brandschutzgutachten, eventuell Wasserhaltung? Gut, das weiß man nicht. Das kann man erst, wenn man den Boden raushebt, sehen, ob Wasser im Grundstück ist. Oder Bodengutachten vorneweg machen. Nein, das wissen Sie alle nicht. Das vergleichen Sie auch nicht. Sie sagen immer nur die günstigsten Preise. Daher Tipp von mir, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Ich mache alles mit einem Generalunternehmer, mit einem GU. Der ist zwar ein bisschen teurer wie ein Einzelvergabe. Warum? Weil der ja auch Geld verdienen will. Soll er auch. Mir ist aber Skalierbarkeit in meinem Unternehmen enorm wichtig. Ich bin rein vertriebsorganisiert und alle anderen Leistungen hole ich mir extern. Für mich ein Riesenvorteil, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Daher meine Baukosten 2.800 Euro pro Quadratmeter. Diese Zahl muss ich kennen. Warum? Weil wenn ich eine Ankaufsentscheidung treffe, muss ich ja ungefähr in meinem Kopf ganz schnell rechnen. Das Grundstück kostet X, da geht so viel Wohnfläche drauf. Kaufpreis durch Wohnfläche gibt einen umlegbaren Wert pro Quadratmeter Wohnfläche Grundstücksanteil plus meine Baukosten, wenn ich da 1200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche habe, 2800 Euro Baukosten, Finanzierungskosten, solche Dinge noch nicht berücksichtigt. Da gibt es eine Schablone, die ich in einem meiner nächsten YouTube-Videos euch vorstellen werde. Wenn ich die weiß, dann kann ich in der Ankaufsentscheidung schon grob im Kopf am Grundstück rechnen, macht es überhaupt Sinn oder macht es keinen Sinn. 2.800 plus die 1.200 umlegbare Grundstücksfläche pro Quadratmeter bin ich bei 4.000. Wenn ich jetzt noch meinen Verkaufspreis am Markt kenne, den ich dort erziele, als Beispiel 5.000, ist eine einfache Rechnung, dann habe ich Wohnfläche mal 1.000 Euro Marge ist mein Gewinn. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen, hier so den Mythos Baukosten ein bisschen anders zu sehen. Lass dich hier als Anfänger in der Branche nicht in Boxhorn jagen, verunsichern. Fakt ist eins, egal wo du in Deutschland baust, die Baukosten sind ziemlich gleich. Egal ob in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, bei uns in München. Es gibt vielleicht einen kleinen regionalen Aufschlag von 200 Euro. That's it. Wo sich alles unterscheidet, ist der Grund und Boden. Hier haben wir in München sehr wohl Unterschiede zu Mecklenburg-Vorpommern, aber natürlich auch andere Verkaufspreise. Ich hoffe, ich habe dir geholfen. Viel Spaß bei einem meiner nächsten Videos. Bis bald, dein Maximilian.